Hallo, liebe Freunde des Panzersports. Ich will euch heute mal wieder ein paar Premium-Panzer vorstellen. Und diesmal sind es die Achter, die britischen Achter. Wie immer ist das nur eine ganz kurze Einordnung von mir. Wenn ihr ausführliche Reviews habt, müsst ihr euch bei meinen Kollegen umgucken. Voodoo hatte da vor einiger Zeit mal eine Reihe zu gemacht, die werde ich auch unten verlinken. Jo, starten wir mal rein. Sorry. Ich bin ein bisschen erkältet. Der eine Scout. Becky Lynch und Zenlac ist der gleiche Panzer. Den hatte ich vor 2, 3 Monaten mal vorgestellt. Da war Panzer des Monats. Mir gefällt der richtig gut. Ist ein eher typischer Scout mit allerdings einer sehr witzigen HE-Munition. Sobald man auf HE-Munition wechselt, hat er einen sehr niedrigen Schaden, aber eine sehr hohe Feuerrate. So alle 1,5 Sekunden oder so schießt er. Und das macht einfach einen riesen Spaß, gerade zum Schluss damit irgendwie eine Arti oder so einen ungepanzerten TD zu belästigen. Also ich finde den witzig. Mir macht ist wirklich ein geiler Panzer. Könnt euch da mal ein Video mal angucken. Vor 2 Monaten oder so. Werde ich auch mal verlinken unten. Zenlac. Die Mediums. Mediums sind vor allem Centurions. Die sind eigentlich mit einer Ausnahme alle so ein bisschen zenturiös. Fangen wir erstmal mit der Ausnahme an. Chimera. Ein Heavy mit einer dicken Kelle, 440 Alpha. Tut weh, schießt nicht sehr schnell, hat halt eine niedrige DPM. Gut, das ist halt so bei viel Alpha. Turm ist stabil, Wanne ist okay. Boah, bin ja am Husten die ganze Zeit. Wanne ist okay. Jo. Ich habe ihn noch nicht gespielt, wie ihr seht. 0 XP. Also wenn er vor mir steht, da muss man schon Abstand halten oder Respekt haben, sage ich mal. Denn wie gesagt, 440 Alpha. Ja, die anderen sind alles Centurions. So ein bisschen. Alle haben wenig Alpha, 230 bis 250, 240 glaube ich sogar nur, 230 bis 240. Alle haben sehr starke Türme, sind nicht super schnell, aber schon einigermaßen beweglich. So. Worin unterscheiden sie sich jetzt noch? Wir haben den FV4202. Das ist der beweglichste von allen. Hat sehr gute Bodenstandswerte und das merkt man. Also der ist wirklich recht flink. Hat allerdings ist die Kanone am langsamsten und das Panzerungsmodell ist auch nicht so richtig ausgefeilt. Also da ist er hinter den Centurions auf jeden Fall hinterher. Centennial und Chieftain sind im Grunde auch nicht ganz anders. Die sind etwas langsamer. Ich würde sagen, die Wanne ist ein bisschen besser gepanzert. Der Turm ist sehr, sehr hart mit einem sehr, sehr großen Weak Spot. Könnt ihr hier sehen? Achso, und der hier, der Centennial, erstens finde ich, sieht ja ziemlich cool aus. Und zweitens hat der hier noch die Sandsäcke als Schottpanzerung. So, aber ihr seht den Weak Spot, den man übrigens bei dem Centennial nicht so deutlich sieht. Bei dem anderen sieht man den wirklich viel, viel deutlicher. Hier ist er. Also, ihr seht schon, ne? Weak Spot. mir macht der Spaß, weil er nichts Besonderes kann. Also man muss sich wirklich, man muss das Geländer nutzen, sich geschickt positionieren, dann kann man damit auch Wirkung machen. Man muss zusehen, dass man den seinen Pickel da oben, ja, verstecken kann man den nicht, aber dass man so fährt, dass er halt schlecht getroffen wird. Der Turm ist wirklich ansonsten super stabil. Also wenn ihr zum Beispiel quer fahrt, dann haben auch Zehner Probleme. Also, wenn sie euch nicht treffen am Pickel, haben auch Zehner Probleme, euch zu pinnen. Je nach Zehner natürlich. Manche schaffen das. So, gehen wir mal zurück zu den Centurions. Die anderen sind ganz normale Centurions. Ich bin beim eigenen Filtern. Ich habe nämlich, glaube ich, alle. So. Nee, außer im Chimera, ja. Atomic. Centurion 5-1 und Huntsman. Die Centurions haben sehr starke Türme ohne diesen Weak Spot. Also die sind wirklich, die kann man echt in den Weg halten. Also bei Achtern und würde sagen auch bei Neunern, je nach Gegner. Aber auch Zehner können daran bouncen. Der Centurion 5-1 hat die stärkste Wanne, ist aber auch dadurch nicht unbeweglich. Also der hat schon, glaube ich, einen stärkeren Motor. Die unterscheiden sich ansonsten in so Sachen wie DPM und Sichtweite. Müsst ihr im Detail mal gucken. Fahren könnt ihr die alle, absolut. Der einzige Nachteil, den die Centurions haben, ist, es gibt auch einen Tech-Tree-Centurion. Der ist auch sehr gut. Der ist auch klasse. Also deswegen würde ich dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Aber ihr seht schon, Centurion 5-1 bin ich schon einige Male gefahren. Also schöne Panzer.
Achso, ich kenne die nicht alle, ne? Atomic. Also sind sie so ähnlich, habe ich gedacht. Muss ich nicht alle im Detail ausprobieren. So, also, nochmal kurz in der Übersicht. Die beiden Chieftains, Centennial, großen Dickel auf dem Dach, das zeichnet ihn aus. Centennial und Chieftain T95. FV42, der beweglichste, aber ansonsten hat er ein paar Schwächen. Und die drei Centurions ist einfach saustark. Huntsman, Centurion, Fourth One, Atomic. Es gibt auch noch den Tech-Tree, wie gesagt, der von den Briten. Und es gibt noch die zwei Lackierungen vom schwedischen Prinz Victoria, Prinzess Victoria, oder wie er heißt. Und Stritzwagen 81, glaube ich. Ist auch der gleiche, dann die beiden sind dann auch gleich. Achso, der Schwedische hat den Vorteil, dass er APC als Standardmunition verschießt. Das ist dann schon mal hin und wieder ganz nützlich. So, das waren die Mediums. Centurions mag ich wirklich gerne. Die Heavies. Canavan Action 10 und Paladin ist der gleiche Panzer mit Lackierung. Sieht übrigens ganz cool aus, der Paladin. Gerade wenn man Tarnung drauf macht. Der ist nicht sehr schnell. Wie ein Medium, wie ein Heavy halt. Turm ist sehr stabil. Kanone macht. Inzwischen 250 Alpha haben sie irgendwann mal gebufft, hatte mal weniger. Ja, ich hat aus irgendeinem Grund ist mit der C32 alle mal lieber. Der Patriot genauso. Patriot ist auf jeden Fall beweglicher, auf jeden Fall. Die haben beide, also die C32 hat 320 Alpha, der Patriot hat nur 240. Trotzdem, beide sind mir lieber als die beiden. Ich weiß nicht warum. DPM ist hier sehr hoch bei dem Caravan Action 10 und dem Paladin. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszutesten. Der Eradicator 280 Alpha. Ich gucke jetzt noch mal rein. Aber ich glaube, ja. 280, genau. Der hat einen Dreischuss-Autoloader, aber vor allen Dingen. Das macht natürlich einen Unterschied. Also, ob man 250 Sink schenkt oder hier mal 3x 280, das macht schon einen Unterschied. Also, habe ich noch nicht. Kenne ich nicht. Würde ich dann gerne mal ausprobieren. Achso, mit Sicherheit ansonsten den gleichen harten Turm und wahrscheinlich auch noch einigermaßen okay Wanne. Caliban. Caliban hat einen Auto-Reloader. Zwei Schuss nur. Also man kann ihn auch mit einem Einzellader spielen, aber das ist ja langweilig. Zwei Schuss Auto-Reloader, natürlich mit unterirdischer DPM, aber mit fetten Kellen. Also 850 mit Hash oder ich glaube 600 mit APCR-Munition. Das ist einfach richtig witzig. DPM ist wirklich schlecht, das heißt, man muss sich wirklich überlegen, wann man schießt. Die laden 20 und 30 Sekunden nach ungefähr. Nicht ganz. Also, es sind wirklich, also wenn man den leer geschossen hat, dann hat man eine Minute Pause, dann kann man mal auf Klo gehen. Mir macht der Spaß, gerade weil das nicht so einfach ist, mit dem was zu reißen. Charlemagne ist dagegen wieder relativ normal. Einzig, was der hat, ist 44 Alpha, das ist natürlich ziemlich cool. DPM ist dafür auch ein bisschen niedriger als bei anderen. Ansonsten, Turm ist okay, Beweglichkeit ist okay, Wanne ist okay. Also kann man sonst nichts gegen sagen. Fahre ich gerne im Panzer. Muss man aber nicht unbedingt haben. Also verpasst man auch nicht viel. Gucken wir bei den TDs. Da haben wir den Jizo. Vier Schuss Autoloader. Saugeile Kanone. Dranwert ist gut, aber jetzt nicht brillant. Beweglichkeit ist jetzt auch nicht so hoch. Der hat eine super rundgelutschte Panzerung. Der bounced aus allen Winkeln, bounced der immer mal wieder was. Obwohl das eigentlich nicht sollte. Zuverlässig ist er nicht, aber wie gesagt, immer wieder für den Bouncer gut. Also, DPM ist niedrig. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man so einen Autoloader-Sniper mag. Also, das ist wirklich klasse. Da kann man absolut den Jizo nehmen. Diamondback und Terrapin ist der gleiche Panzer. Ja, funktioniert ganz gut. Panzerung könnte ein bisschen besser sein, aber ist schon halbwegs stabil. Nicht sehr schnell natürlich, fährt man da vorne zum Gegner, wo es weh tut. DPM ist sehr hoch, das heißt, wenn der einem vor ihm steht, dann muss man zusehen, dass man entweder den wirklich schnell rausnimmt oder halt trackt, um die Kanone unbrauchbar zu machen oder einfach abhaut. Also auf dem Austausch, auf dem Trade sollte man sich mit dem nicht einlassen. Ja, guter Panzer, macht Spaß. Vindicator ist der Charioteer ohne Top Gun. Und das heißt, ich habe noch nicht übers Herz gebracht, mir den zu kaufen. Ist eigentlich ganz interessant. Aber ich weiß nicht, warum ich Gold ausgeben wollte. Ich kann auch den Charioteer nehmen und die Top Gun ausbauen. Habe ich noch kein Gold für ausgegeben. Funktionieren tut er sicher. Die Kanone ist ja auch nicht schlecht. Das ist die auch vom Centurion. Aber die Top Gun vom Charioteer, die will ich schon vermessen. Also insofern kann ich nicht viel zu sagen. Ich denke mal, es ist okay.
So, bleibt als letztes die ATI. Das ist natürlich eine aufgemotzte Variante von der FV304 auf Stufe 6. Auch sehr schnell, allerdings nicht so schnell wie die FV304. Hat natürlich deutlich mehr Alpha und auch eine größere Reichweite. Das heißt, die Besonderheit vom FV304 war ja, dass man wirklich dicht an den Gegner muss. Also der schießt nicht mal so weit, wie er selber gespottet wird, glaube ich. Und das ist bei dem anders. Der schießt schon ein bisschen weiter. Allerdings auch weniger als die anderen ATIs. Das heißt, man muss sich bewegen mit dem Ding, hat dafür halt auch die nötige Geschwindigkeit. Wie gesagt, Feuerrate ist gut, Schaden ist dafür gering. Gerade jetzt nach dem Nerf. Ja, lustige Arti, aber muss man jetzt nicht mehr unbedingt haben. Ja, das war's. Dann haben wir die Briten uns mal angesehen. Ich hoffe, ihr konntet was Nützliches mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.